Recht herzlich willkommen zur 129. Folge von Avoreon. Ja, wir haben letztes Mal hier mitgefightet und ja, sind jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, wir gucken da jetzt nicht rein. Was gibt's denn hier mit dem Ausrufungszeichen bei der Militärstation? Schwarzes Brett, die wollen Sektor erkunden und Ressourcenknappheit, 100 Arzneiwaren wollen die haben, ja. Da müsste man jetzt den Sektor erkunden. Empfangen wir über die Signale aus einem nahegelegenen Sektor. Wir bitten euch gegen die, ja, aber wir sind jetzt schwach bewaffnet, deswegen bringt uns das auch nicht so wirklich was. Das müssen wir dann mal gucken. Ja. Wie geht's weiter? Haben wir hier im Sektor das andere Schiff? Ja, das ist hier irgendwo. Da hinten ist es. Wir haben jetzt hier den Angriff gemacht. Gucken wir mal gerade auf die Map, wie das hier überhaupt so aussieht. Okay, da sind wenig Asteroiden längens. Und der war jetzt hier dazu da, um dass wir hier längens, sag schon, Ausrüstungsdockraum. Ja, wir wollten irgendwo hin, wo es ganz viele Sachen gibt, sozusagen, ne? Damit hier vielleicht irgendwie unser Schiff irgendwas hin und her scheppern kann, ne? Haben wir denn längens? Ne, das ist jetzt auf dem anderen Schiff unser Handelssystem, ne? Ach so, ich glaube, wir hatten auch noch vor, hier was zu verkaufen, weil da irgendwo eine Station war, die das macht. Da unten. Ausrüstungsdock. Können wir erstmal reingucken gerade. Ausrüstung handeln. Schildwache, Schutzkonto, Scanner, okay. Ist das schon alles? Mehr haben die nicht. Ich hätte gern so ein Dingens gehabt, wie heißt es? Ein Handelssystem. Ja, hier sind dann so Sachen, wir haben noch reichlich dabei, die wir vielleicht auch verkaufen können, was davon, ne? Okay, das nicht. Transporter-Software. Dockabstand plus 1,2 Kilometer. Software für Transporterblöcke. Benötigt Transporterblock auf dem Schiff. Okay. Das kann man zum Beispiel verkaufen, ne? Das behält man dann. Frachtraum-Upgrade. Wie Verbrauch? Frachtraum plus 118, ja. Wir fliegen da, denke ich, mal einfach gerade mal erstmal hin, ne? Gucken zu, dass wir hier vorbeikommen. Und müssen dann da hoch. Und gucken, dass wir da erstmal andocken. Das ist jetzt hier die Station, tatsächlich. Einmal bitte zurück. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Dass die damit mal so erschien. Normalerweise ist das Kästchen auch immer in der Mitte, ne? Das Dock ist auf der anderen Seite da, na super. Fliegen wir dann dahin. So, dann kommen wir schon dran. So, und gedockt. Ausrüstung handeln. So, jetzt gucken wir, was wir wegtun können. Nochmal von hinten angefangen. Also das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das sind zwei. Generator-Upgrade ist
Das mit dem Frachtraum. Plus 118 ist natürlich eine Menge, ne? Da haben wir zwei von, dafür verkaufen wir ein Radar-Upgrade. Massenscanner-Reichweite plus 3 Energieverbrauch. So viel zeigt. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Hier ist noch ein Antriebs-Upgrade. Das können wir wegtun. Hier ist ein Geschützkontrollsystem mit drei weiteren Slots. Dann würde ich sagen, kicken wir das auch raus. Hyperraum zweimal. Radar-Upgrade hatten wir gerade darüber gesprochen. Da finden wir die besonderen Dinge. Dann springen wir mal eine Seite vor. Da gibt es den auch noch in außergewöhnlich. Den haben wir wahrscheinlich eingebaut, oder? Kann das sein? Aber wenn es den da außergewöhnlich gibt, dann kann der auch weg. Energie nach Schildkonverter. Naja, ich glaube, dann machen wir nicht. Geschützkontrollsystem gibt es hier jetzt sogar nochmal plus 5 und plus 3 haben wir. Das ist ja schon mal cool. Doppel-Tesla-Geschützturm. Vierfach-Kanonen-Geschützturm, ja. Tech 20, now nicht. Größe 0,5. Okay, der ist ziemlich klein. Größe 1. Größe 1,5. Größe 1,5, okay. Größe 0,5 Abwracker. Haben wir hier 2, ne? 76 und 100. Der ist aber. Reichweite ist der mehr wie der. Der Titan. Ja, Slots nimmt er ein. Ach da, Slots und der nimmt 2. Das heißt, den verkaufe ich definitiv. Slots ein. Okay, warte mal, da müssen wir nochmal nach den Slots gucken. Hier, ne, hier fängt es an. Ein Slot. Größe 0,5. Energiezunahme. Schaden 62. Genauigkeit, Reichweite. Der nimmt Slot 2 in Anspruch. Schaden. Ach so, das ist ein Bergbauer. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Bergbauer hier haben. Aber so sieht es nicht aus. Slot 1. Reparaturgeschützturm. Der Abwrackgeschützturm hier. Zwei Slots, aber der ist natürlich richtig gut, ne? Den behalten wir mal noch. Zwei Slots. Der macht richtig Schaden. Ach, das ist eine Druckgeschichte. Doppel-Laser-Geschützturm. Ein Slot. 47,1. Ich glaube, den kicken wir mal raus. Und den kicken wir ja auch weg. Auch nicht bergbaugeschützte Raffinierung. Der braucht drei Slots hier. Doppelkanonengeschützturm. Das ist ja schon mal ganz schlecht, oder? Der macht ordentlich Schaden. Aber drei Slots sind mir dann doch zu viel, oder? Kicken. Da oben ist ein Doppelreparaturgeschützturm. Hier ist noch ein Reparaturgeschützturm. Ich glaube, dann können wir den hier mal gerade wegmachen. So, dann kriegen wir ganz viel Kohle ja zusammen, ne? 8,3 haben wir schon. Das ist schon cool. So. Torpedos. Ein Satellit, Laserjäger und so weiter.
Gravitationsgeschützturm, Lasergeschützturm. Slotgröße, Kanoniere. Reichweite Schaden. Doppeleisen. Okay. Unabhängiges Zielen, das ist natürlich ein cooles Ding, ne? Da brauchst du nichts machen, weil der dann automatisch das macht, ne? Das ist natürlich ein Top-Ding für einen Abbau-Miner da, ne? Obwohl, der macht das ja so oder so alleine, da brauche ich ja gar nicht das Maul. Ja, komm, das ist jetzt hier alles gut. Antriebswaffen, Verteidigungswaffensystem. Verteidigungswaffensystem, stellt Verteidigungsanlagen gegen Entern bereit, okay. Na, das hatten wir ja noch nicht. Schildverstärker, Geschützkontrollsystem, zwei Türme, okay, Scanner-Upgrade. Aber das ist alles einfach, ne? Beziehungsweise hier unten sogar Schrott. Gut, dann sind wir hier erst durch, würde ich sagen. Gab's noch was anderes hier? Nix interessantes, schwarzes Brett war nix, ne? Keine Aufträge, okay. Und sonst? Wo anheuern? Hier konnte man noch sonst vielleicht Güter handeln, ne? Ja, jetzt müssen wir mal da hinten hin zu unserem anderen Schiff und gucken, was das macht, ne? Was denn so, haben eine Kurzzahl von Subraum-Zeug erwischt. So. So, da können wir schon rüberspringen, dann machen wir das auch. Und hier haben wir das Ding ins Handelssystem drin. Hier gibt es nichts zu handeln. Keine Handelsroute da, also bringt uns das jetzt nichts. Wo ist das Schiff? Da. Springen wir wieder zurück und sagen ihm, er soll uns wieder folgen. Eskortieren. Läuft, ne? So, Karte. Wir entdecken mal hier gerade noch runter, glaube ich. Ja, da unten ist noch was zu suchen vielleicht. Wir brauchen also ein Tor. Und zwar... ich sehe jetzt gerade keins. Da oben. Ah, ganz in der Nähe sogar. Aber ich glaube, von dem sind wir gekommen, ne? Ja, wir haben das Nordosttor, brauchen aber das andere, was dann da hinter diesem Asteroiden wahrscheinlich sich versteckt. Fliegen wir da mal lang. Und gucken, dass wir das da gleich kriegen. Südosttor. Ja. Schauen wir mal. Ist irgendwie nicht so ganz passend. Irgendwas passt da nicht mit der Grafik zu den Symbolen, ne? Fliegen wir mal weg, sonst crasht er uns gleich hier rein. Da geht's einfach weiter. Zu einem weiteren Tor, welches sich dort unten befindet und in einen roten Bereich reingeht. Ja, da fliegen wir mal schnell hin und gucken uns das an, oder? Also hier ist ja gar nichts, ne? Ja, genau, nur wir. Wir ganz alleine. Will ich jetzt nur mal gerade gucken, wo es dann weiterhin geht. Ob es wieder eine Verzweigung zum Beispiel nach oben geht, wo es dann wieder besser ist, ne? Okay. Schauen wir einmal in die Karte dann. Okay, da geht die Reise nach hier. Da muss noch ein Planet zwischen sein. Und nach da. Ich glaube, wir nehmen mal gerade den Weg dahin in Kauf. Das muss ja dann Richtung Osten gehen. Da oben ist was. Ne, da ist es. Das ist das Osttor. Das nehmen wir dann auch. Die Signale werden stärker. Sehr interessant. Aber wir haben kein Dingens mehr. Keinen Saft mehr auf der Maschine. So, das andere Schiff ist auch da. Ja,
lädt sich da unten wieder auf. Das bedeutet, Generatoren fehlen, ne? So schwach wie das ist. Nach Mortal Sacrament 3 fliegen wir jetzt. Ja, jetzt sind wir schon so langsam unterwegs, jetzt können wir auch so langsam weiterfliegen, ne? Ich glaube, hier bringt es ja nicht, weil das dann alles rot ist. Da ist ja schlechte Fraktion für uns, oder? So, da sind die anderen jetzt auch schon gerade angekommen. Es gibt noch ein weiteres Tor, wo wir hinfliegen können. Da unten oder wo? Das ist ein Süd-Süd-Ost-Tor. Süd-Süd-Ost-Tor wäre richtig. Okay, das eine Schiff findet keine Asteroiden mehr, das ist auch schlecht. Aber das ist dann gerade mal so. Jetzt fliegen wir mal erstmal schnell dahin, dass wir hier aus diesem Sektor rauskommen. Ist jetzt die Frage, da muss man dann immer dahin fliegen, damit das dann Asteroiden kriegt, ne? Oder wie ist das? Kann man nicht irgendwie von hier aus da reinspringen, ne? Das ist schlecht. Ja. Oh, das sieht ja krass aus. Das sieht ja stark aus. Okay, wenn man die nicht angreift, das stimmt. Boah, das sind ja geile Nebel oder was es auch immer ist, ne? Das sieht stark aus. Ich glaube, wir fliegen noch weiter nach Südost. Ist das das Tor dafür? Ja. Okay, da ist das andere Schiff gekommen. Wir haben wieder keine Energie mehr. Und müssen da jetzt langsam hinfliegen, bis sich unser Saft wieder langsam aufgefüllt hat. Okay. Dann ist das halt so. Wir können mal gerade reingucken. Aber hier können wir ja sowieso nicht handeln, weil das eine negative Geschichte hier ist. Also brauchen wir das auch nicht weiter probieren oder so. Die fliegen zwar an uns vorbei, ohne uns zu beschießen. Das ist ja auch schon positiv, ne? Das ist dann so. Auf geht die Reise. So, jetzt können wir hier ein bisschen Schwung nehmen. Und dann fliegen wir durch das Tor nochmal durch. Aber das ist auch noch rot, ne? So, ja, da sind wir hier auch nochmal. Was sagt die Karte jetzt? Ja, wir können da hochfliegen, hier hin dann. Das ist wieder ein Süd-Süd-Ost-Tor. Okay, da geht es noch weiter nach Süden. Da ist aber ein Riss in der Landschaft. Das gestaltet sich dann etwas schwierig, oder? Vielleicht sollten wir hierhin fliegen. Ja, das andere Schiff ist jetzt auch da. Ja, würde ich sagen, wir fliegen nicht zu dem Tor. Das wäre falsch, sondern zu eins von diesen hier. Eins, ne? Ist immer gut. Eins West, Südwest. Ist verkehrt. Aus dem sind wir gerade gekommen. Von Osttor. Das war das. Warum geht das jetzt nicht? West-Südwest-Tor. Wo ist das Osttor? Süd-Südost. Wir müssen noch ein weiteres Tor haben. Da ist noch ein weiteres Tor. Und das ist unser Tor, was wir nehmen. Ost, Nord, Ost. So sieht's aus. Gut, dann fliegen wir da hin. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in dem Sektor gleich wieder, wenn der Cut dann durch ist und wir die nächste Folge haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr, ja, jetzt seid ihr gleich schon mit dabei, ne? Der Folge etwas Positives abgewinnen könnt, dann gebt einen Daumen hoch und ja, als letztes würde ich dann noch sagen, macht euch die Glocke an, dann werdet ihr über das nächste Video informiert. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!